Endlich wieder Fußball und mit mir kommentiert heute Frank Buschmann. Danke, Wolf. Ich freue mich riesig auf diese Partie und die Fans, da bin ich mir sicher, auch. In der heutigen Partie spielt Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach wäre wohl zufrieden, wenn es heute ähnlich liefe wie beim jüngsten Heimsieg, als man auf den HSV traf. Mit einer superben Leistung haben sie sich ein 6:2 herausgespielt. Das lässt sich in dieser Form nicht so einfach wiederholen. Favorit bleiben sie für mich heute trotzdem. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Sie spielen heute im 4-5-1-System. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Kurz zu den Gästen. Wie schätzt du sie heute ein, Buschi? Die Qualifikation zum Champions Cup war das erklärte Ziel, aber nach dem vielversprechenden Start in die Saison ist vielleicht sogar mehr drin. Auch wenn der Trainer das Wort Titelkandidat gar nicht gerne hat. Die Spielleitung übernimmt heute Heimo Wasserschneider. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Venusovic. Öztunali. Wird das eine Torchance? Gefährliche Flanke. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Wagfrede. Uca. Den Ball hat er leichtfertig dem Gegner überlassen. Schwacher Flankenversuch vor dem. André Hahn. Jetzt wird's gefährlich. Super Flanke. Ein Kopfball. Da kommt er nicht richtig dran mit dem Kopf. Ball geht vorbei. Da fehlen ihm vielleicht ein paar Zentimeter, sonst hätte es gefährlicher werden können. Wagfrede. Flanke kommt, wird das eine Chance? Klasse abgefangen, die Flanke, da musste der Torwart aber auch hin. Und jetzt haben sie den Ball. Wir sind noch früh im Spiel, da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Und nun ein Schuss. Da passt der Torhüter auf. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Djilobodji. Santiago Garcia. Sie holen sich den Ball. Fritz.
Das gibt Einwurf. Jetzt Hinteregger. Er steht gut und hat den Ball. Fritz. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Gutes Zuspiel. Souverän, er hat den Ball. André Hahn. Ganz starke Flanke. Jetzt gibt's Abstoß. Er hätte auf Leihbasis wechseln können, aber das Angebot hat er abgelehnt. Ja, das kann ja nur heißen, dass er hier nochmal angreifen will. Wir werden sehen, ob das eine kluge Entscheidung war. Fritz. Das müsste es sein. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Hinteregger. Stindl. Das macht er gut. Er versucht. Gute Aktion vom Torhüter. Gebre Selassie. Bartels. Da verlieren sie den Ball. Stark gemacht, das könnte was werden. Stindl. Phänomenal. Ohne Worte. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Santiago Garcia. Gut reagiert, er weicht der Grätsche aus. Öztunali. Santiago Garcia. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Werder Bremen. Dann geht es auswärts gegen Hoffenheim. Da sind wir natürlich mit von der Partie, ist doch klar. Stindl. Schöne Flanke. Den muss er jetzt machen. Janschke. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Uca. Schussversuch. Xhaka. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch.
Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtige Aktion da kurz vor Ende des ersten Durchgangs. Er hat das Führungstor erzielt und klar, jetzt können sie den Gegner kommen lassen. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Personali. Schnell ausgeführt, dieser Einwurf. Westergaard. Das war einfach. Und er hat den Ball. Nordfight. Der Ball kommt. Schießt er ihn rein. Pfosten. Das war ein ganz knappes Ding. Wir sehen hier das nächste Spiel der Gladbacher eingeblendet. Buschi. Es geht gegen den ersten FC Köln. Im nächsten Bundesligaspiel nicht unbedingt ein Angstgegner, würde ich mal behaupten. Junusovic! Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. War gar nichts. Den Ball kann er abfangen. Gebrselassie. Cilobocci. Fritz. Gut gemacht, gutes Tackling. Das macht er gut. Da kommt der Schuss. Und da ist das Tor. Da bauen sie die Führung aus und das ist verdient. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg noch mal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasseleistung von ihm heute. Er geht vom Feld. Gute Gelegenheit für uns, seine Treffer noch mal anzugucken. Abschluss im Strafraum und er wählt nicht mal die robuste Variante. Er platziert ihn mittig. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Da zieht er ab. Gut abgeblockt. Ucha. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Die Flanke sah gar nicht so schlecht aus, aber trotzdem ist der Ball weg. Und der Treffer hier vom Captain.
Da übernimmt er die Verantwortung und ist selbst erfolgreich. So musst du als Kapitän auftreten. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Schussversuch. Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die kann er. Das hat er schon oft gezeigt. Hier steht jetzt die Auswechslung an. Hermann, Branimir Gota, Santiago Garcia. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Tolle Flanke. Das gibt Einwurf. Jetzt wird es den Wechsel geben. Fabian Johnson. Da sind Mitspieler frei. Nordfight. Er schießt. Kein Tor hier, aber gut, dass er das mal versucht. Ja, die Dinger kann er grundsätzlich ja auch. Das haben wir schon häufiger gesehen. Bartels. Sie kommen nicht so richtig durch und passen die Taktik jetzt an. Jetzt wird verstärkt auf lange Bälle gesetzt. Jetzt wird's interessant. Sie werfen ihre bisherige Taktik komplett über Bord und drängen auf das gegnerische Tor. Lange Bälle und alle Mann nach vorne. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Super Einsatz vom Torhüter. Und nun ein Schuss. Die kann er einfach, diese Schüsse aus der Distanz. Hier hat dann aber zum Torerfolg doch noch was gefehlt. Und bei einem Spielstand von 3:0 noch dazu so kurz vor Spielende kann man schon mal den Blick vorauswagen, Buschi. Der nächste Kontrahent von Werder Bremen heißt 1899 Hoffenheim. Viel gelungen ist ihnen heute nicht. Sie brauchen eine deutliche Leistungssteigerung. Sie bieten sich an.
Ball im Aus, Abstoß. Auf der Bank ist Bewegung, es wird einen Wechsel geben. Und nun Raphael. Nordfeld. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Bartels. Und jetzt ein Schuss. Ein fantastisches Tor. Naja, große Freude kommt nicht mehr auf im Moment. Dafür liegen sie zu klar zurück. Ja, und die wissen natürlich ganz genau, das Spiel ist durch. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Nachdem bislang nicht viel zusammenging, ist Raphael knapp vorbei am Tor. Guter Versuch. Jusovic, Öztunali. Das Spiel ist aus. 3-1, das Endergebnis. Sie gewinnen trotz oder wegen weniger Ballbesitz. Ja, Wolf, weißt du genauso wie ich, das sagt nicht immer unbedingt etwas aus. Ohne zündende Idee bringt dir 90% Ballbesitz nichts. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Super Leistung, hat sein Tor gemacht, das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen.